Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Konzertabend der Reihe Bruckner 200 2022, Bruckner und Brahms. Wir haben begonnen am Sonntag mit einer Messgestaltung in der Pfarrkirche Ansfelden und einem Jazzbrunch. Gestern gab es ein Künstlergespräch hier mit dem ehemaligen Vorstand der Wiener Philharmoniker Clemens Helsberg und Norbert Travöger. Heute erleben Sie das Spring String Quartett. Die vier Herrschaften werden sich mit Bruckner und Brahms auseinandersetzen. Ich durfte in der Probe schon ein bisschen lauschen. Es wird im wahrsten Sinn des Wortes unerhört. Ich darf sehr herzlich begrüßen Herrn Bürgermeister Christian Bartol. Die Obfrau des Kulturausschusses der Stadt Ansfelden, Renate Heitz. Es freut mich sehr, dass der Propst des Stiftes St. Florian, Johann Holzinger, heute zu uns gekommen ist. Vielleicht dazu einige Worte. Er hat den Anstoß gegeben, dass das Brucknerjahr 2024, wir spüren schon den Schatten ein bisschen, dass das so richtig ins Rollen kommt. Speziell hier im Bezirk Linzland, Ansfelden St. Florian, Ansfelden als Geburtsort, St. Florian als die Stätte, wo Anton Bruckner begraben liegt. Und wir haben einiges für 2024 vor und sehr initiativ war eben Propst Johann Holzinger. Danke dafür. Ich grüße auch noch Matthias Zanger vom Haus hier vom Anton Bruckner Zentrum Ansfelden. Danke für die Zusammenarbeit. Wenn Sie heute so zahlreich erschienen sind, vielleicht die eine oder andere wissen noch nicht, was Sie morgen am Abend vorhaben. Um 19.30 Uhr darf ich morgen wieder auf der Bühne stehen. Vielleicht mache ich auch eine Begrüßung, aber ich darf mit meinem Instrument auf der Bühne stehen, mit meiner Bratsche, gemeinsam mit einer Pianistin und einer Sängerin. Ein Abend zum Thema Lieben Sie Brahms? Es werden Lieder von Johannes Brahms, das weiß man, dass Johannes Brahms Lieder geschrieben hat, am Programm stehen. Es werden auch Lieder von Anton Bruckner am Programm stehen. Das wissen vielleicht die wenigsten, dass er in seiner frühen Schaffenszeit auch Lieder komponiert hat. Auch ein Klavierwerk von Anton Bruckner wird am Programm stehen und als Höhepunkt genau für diese Besetzung Mezzosopran, Klavier und Viola, die zwei geistlichen Gesänge von Johannes Brahms. Am Sonntag gibt es dann noch ein Preisträgerkonzert mit jungen Musikerinnen und Musikern aus Oberösterreich, Primula Musica, die heuer im Frühjahr erste Preise beim Landeswettbewerb Primula Musica errungen haben. Auch da freuen wir uns natürlich über zahlreichen Besuch, speziell die Jugend freut sich auch über einen vollen Saal. Falls Sie noch nicht Mitglied beim Brucknerbund Ansfelden sind, lade ich Sie in meiner Funktion als Obmann dieselben ein, dies zu tun. Die Mitgliedschaft kostet das, was Anton Bruckner gerne getrunken hat. 3 Seitel Bier pro Jahr. Sie können sich vertrauensvoll nach dem Konzert dann an mich wenden. Ich würde mich freuen, wenn wir die Familie des Brucknerbundes Ansfelden noch weiter vergrößern. Seit 2017 Stand 110 Mitglieder sind wir, 2022 Stand ca. 400 Mitglieder. Herzlich willkommen bei uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Konzertabend.
Thank you.
Herzlichen Dank. Anton Bruckner. Das war das, Sie haben es sicher erkannt, Scherzo aus der 9. Symphonie. Ein bisschen verwoben mit einem Song von der englischen Hardrock-Band Deep Purple aus dem Jahr 1974. Der Song mit dem Titel Burn. Ja, herzlich willkommen zum Konzert. Ja, in unserem Programm haben wir also einige brucknerische Weisen, kann man nicht sagen, brucknerische Melodien, Phrasen, Elemente eingebaut. Für diese Verbindung dieses ersten Stückes zeichnet unser Cellist verantwortlich, hat dieses Arrangement verfasst. Wir gehen in eine ganz andere Richtung. Joe Zawinul, die Jazz-Export, so behaupte ich jetzt einmal. Und er hat mich schon als Jugendlicher sehr fasziniert. Und auf unserem aktuellen Album Best Ingredients ist auch eine Streichquartett-Fassung von mir drauf, von dem Stück Birdland. Und davor aber noch ein wunderschönes Stück von Stefans Lieblingsband, der britischen Rockband King Crimson, mit dem Titel Epitaph. Thank you.
bin heute genau die gegensätzliche Richtung gefahren. Ich bin vom Hauptplatz nach Ansfelden gefahren und der Tom Waits ist von Brooklyn nach New York City gefahren. Also es war der Downtown Train. Aber ich habe vorher seinen Text durchgelesen und er hat geschrieben über, er sitzt da und es ist wirklich ein Scheißwetter, so wie bei uns. Und er schaut und sieht die ganzen jungen Brooklyn Girls, die ganz aufgeregt in die Innenstadt fahren. Und ich habe dann heute auch ganz anders geschaut im Zug, nicht nur auf meine Geige. Downtown Train, Tom Waits. Thank you.
Ansage ist für mich vor allem deswegen sehr schwer, weil ich da jetzt von einem musikalischen Extrem in das andere wechseln muss, weil ich gleichzeitig die Redezeit sehr beschränkt halten muss, weil mein Kollege schon wieder auf die Bühne kommt. Und ich bin ja als doppelter Magister prädestiniert dafür, dass ich natürlich ausführliche Ansagen halte. Aber in dem konkreten Fall muss ich mich leider aufgrund Rücksichtnahme an meine Quartettkollegen sehr kurz halten. Das nächste Stück hat einen sehr kryptischen Titel. Wem ist der Begriff Keckes Besau aus dem Munde Bruckners ein Begriff? Ja, natürlich der Herr Probst, der sagt natürlich ja, aber ansonsten glaube ich sehr wenige. Das ist ganz interessant. Bruckner hat seine erste Symphonie in einem fortgeschrittenen Alter geschrieben, nämlich mit 42 Jahren. Viel später, also ich glaube 30 Jahre später oder 20 Jahre später, hat er diese Symphonie dann in Wien umgearbeitet und im Rahmen dessen hat er sozusagen festgestellt, so kühn und keck wie damals bin ich heute nicht mehr. Das war 1891, also ein paar Jahre vor seinem Tod. Und er selbst hat eben diese erste Symphonie als keckes Besau bezeichnet. Und wir haben so einen ganz, ganz tollen Arrangeur, der ist Wiener, ich glaube eigentlich mit ursächlich kroatischem Hintergrund, heißt Michael Radanovic, wie sich es eben für einen Wiener gehört. Und er war viele Jahre im Radiosymphonieorchester in Wien tätig und bei den Neuwert-Extremschrammeln und der schreibt uns immer wieder Stücke. Und das folgende Stück trägt den Titel Der kecke Panther mit dem rosa Besau. Thank you.
Das passt an sich eh zum Weltgeschehen, was ja eigentlich nicht zum Loch ist. Das Stück hat geheißen, ein Mensch ist ein Pfusch. Ja. Das vorher, dass ich da rausgegangen bin, die Noten geholt habe, gehört natürlich dazu. Der Mensch ist ein Pfusch, das heißt, der vergisst, nein, lassen wir das. Genau, es ist ja so, warum wir eigentlich immer die nächste Nummer aussagen muss, ist keine Ahnung, weil wahrscheinlich ich einmal draufkommen muss. Das ist wahrscheinlich der Grund. Und uns gibt es ja jetzt schon, ich habe keine Ahnung, wie lange gibt es denn schon? 25 Jahre. Und wir waren fast überall, bis auf Südamerika. Also falls irgendwer Kontakte, bitte dann beim, nachher dann beim CD kaufen, direkt dem ersten Geiger sagen, der macht das alles. Ja, und wir haben uns auch, ich sage jetzt, wie das nächste Stück heißt, das heißt weit, 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 und wir haben uns auch alle weiterentwickelt. Also beim Stefan, der hat das schon gesagt, der ist Doppelmagister, er ist dann stehen geblieben. Weil, man muss dazu sagen, die Doktorarbeit, da hätte er, und das ist jetzt wirklich wahr, nach Lemberg fahren müssen, und jetzt kann er es nicht mehr machen. Aber das ist nur eine Ausrede. In Wahrheit hat die Doktorarbeit mittlerweile, glaube ich, was, 1236 Seiten, und er darf nur 500 haben. Die wieso? Der Christian ist jetzt seit kurzem... Bitte was? Der Christian ist seit, habe ich auf Facebook gelesen, er sagt uns ja nichts, aber er ist seit vorgestern, glaube ich, internationaler Wanderführer. Also falls wer jemand mit einem Musiker, der auch seine Geige manchmal mit hat, in die Berge gehen möchte, ist auch er die beste Adresse. Bei Markus, ja, der Markus ist auch grundsätzlich, also ich habe einmal ein Volksschulbild von ihm gesehen, da hat er schon genauso ausgeschaut. Also bis auf den Bart hat er noch nicht gehabt, aber der Rest. Und er hat, er muss auch sagen, einen rot-weiß gestreiften Pullover gehabt, das ist was ähnliches. Ein Norweger. Bulli, ja. Er war damals schon Rocker und ist es heute noch. Also das ist wirklich Beständigkeit, wie es im Buche steht. Ja, genau. Florian Eiche. Ja, ich habe das Fach gewechselt, also ich war irgendwann einmal also Geigenstudent, dann Bratschenstudent, dann war ich Hobbybratschist lang, und jetzt bin ich, darum bin ich so nervös, weil mein Chef sitzt halt da, also bei Diakon im Stift St. Florian, sieht man, was man alles machen kann. Nicht? Also ich habe mich auch weiterentwickelt, genau. Deswegen die nächste Nummer, weit, weit, weit. Punkt, Punkt, Punkt. Thank you.
nächsten Stück spielen wir uns in eine kleine Pause mit Jethro Tull, Locomotive Breath. Thank you.